Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Diesmal, wie ihr sehen könnt, Yu-Gi-Oh! Fist of the Gadgets. Rauskommen im August. Ja, doch, wenn wir sind. Richtig, richtig. Ein bisschen spät bei mir, aber ich habe es auch ein bisschen verschlafen, muss ich sagen. Das Set beinhaltet Karten, die auch schon von Yugi genutzt worden sind, von Giki, Yosaki, Sag und Yuri. Und hat jede Menge Unterstützung für Code Talker, Fire Fist, Fire Formation, Gadget und unser Skull Arc Find, worauf ich echt gespannt bin. Wir sind also alle drei eigentlich relativ. Und ich glaube, sie müsste auch da sein. Wobei, das Beste finde ich eigentlich die Gadgets. Da freue ich mich am meisten drauf. Insgesamt hat es 60 verschiedene Karten, davon 20 Secret Rares und 40 Super Rares. Und wir sehen könnt, ich habe schon mal die Verpackung aufgemacht. Dünn, so kann man wesentlich schneller gleich mal starten. So. Und wir schnappen uns erstmal die linke Seite. Dann einmal weg, weil wir kennen das mit Spiegel und alles drum und dran. Und wir schauen mal, was wir denn mit dem allerersten Päckchen hier so quasi reißen können. Hoffentlich ganz viel für die Gadgets. Beziehungsweise an sich fällt es schön, ein schöner Ausgleich ein bisschen von allem zu haben. So, na, komm raus. Wenn es denn raus möchte. Ah, jetzt da. Okay, wir schauen mal. Die Super und Secret Rares. Schauen wir doch mal. Kannst du fokussieren, liebe Kamera? Ich hoffe mal, ja. Das sollte so funktionieren. Wir haben den Chronograph-Zauberer. Pendelzauber-Magemonster. Wunderschön. Feuerformation Tensu. Den goldenen Apparat. Botschaftsfeuerfaust Kranin. Und, das fängt schon mal gut an, Anlauf-Admiral Destroyer Dynamo. Und, wenn ich nochmal die kurze Packung halten sollte, wie schön, das ist der von vorne drauf. Direkt den, den ich auf jeden Fall haben wollte. Wunderbar, genial, das freut mich doch. Destroyer Dynamo, die erste Karte, die erste der Secret Rare Karten und direkt ein Treffer. Schau ich nicht an zu. Da können wir auch gerne noch einen zweiten haben und noch einen dritten davon. Aber da ist auch genug. Es gibt nicht genug andere Siegel, das auch noch. Bin mal gespannt, ob der häufig oder nicht so häufig vorkommt, weil ich spoil mich nicht so gerne in Bezug auf die Karten. Ich tue nur bloß grob schauen, was denn hier so quasi drin ist. Defcon Vogel, ein Cybers. Latenz, auch ein Cybers. Er oder sie ist verantwortlich für den Ping bei euch, wenn er dann schlecht wird. Amorphe Unzucht. Ja, genau so schaut der auch aus. Ein bisschen was von allem. Dann haben wir Schuss. Kodir Sprecher, ja, der schaut interessant aus und unser Siegtür hier ist Feuerformation Tenki. Für die Bruderschaft wunderbar. Ich selber muss sagen, nutzt die Bruderschaft nicht so wirklich. Ich habe auch kein Deck, wo die irgendwie großartig drin sind. Sie mögen spieltechnisch richtig gut sein. Also wenn ich mal ein bisschen durchschaue, die diversesten Decklisten und sowas bei Turnieren, irgendwie sind sie immer mit vorhanden. Aber heute die mobile Batterie. Oh yeah. Meiner. Das ist definitiv meiner. Wunderbar. Anlauf, Gefreiter Kommandant Dynamo. Ah, den Kommandant haben wir diesmal. Wunderbar. Ihn kennen wir schon. Den Kardinal. Dann der rote Apparat. Darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben dahinter Feuerformation Dumai. Die Feuerformation, die sind, soweit ich weiß, relativ wichtig für die sieben Samurai. Und das müssen. Bruder, nee, die Bruderschaft. Ja, Bruderschaft. Es kann auch gut sein, dass es gerade miteinander so ein klitzekleines bisschen verwechsle. Dafür möchte ich mich an der Stelle gleich mal entschuldigen. So, und Terror-Unterwäldlerin. Oh, süß. Die hat was. Signet-Optimierung. Mhm. Grüner Apparat. Jetzt haben wir sie alle. Zumindest die Standardapparate. Silberner Apparat. Ah, stimmt, gab es auch noch. Gab es auch noch, Entschuldigung. Und was haben wir denn als Glorreiches? Erwachen des Erzunterwäldlers. Nice. Oh, schön, schön, schön. Die erste von hoffentlich vielen Erzunterwäldler. Oh, ich liebe Erzunterwälder. Gadgets natürlich mehr, denn ich bin einfach Maschinentyp. Aber Erzunterwälder, Unterwälder an sich. Also an sich muss ich sagen, Maschine, Unterwelt und Hexer sind meine Top 3. Welche Reihenfolge hängt immer gerade davon ab, welche ich am meisten gespielt habe und welche nicht. Elfrasse, okay. Der gelbe Apparat. Der rote Apparat. Also,
Katze, jetzt noch die Kunden hinterher. Hungergriff, Fusionsdrache und wir haben dahinter den Widder. Botschaft der Feuerfaust, den Widder. Witzelwitzelwitterchen. So nach unten. Ich glaube, den gibt es noch häufiger. Es gibt, glaube ich, irgendwas. Ich habe so ein bisschen beim Kartmarket selber ein bisschen überflogen. So ein kleiner Eigenwerbung hier eingebaut. Karten, die ihr seht, findet ihr auch teilweise in meinem Kartmarket. Link ist in der Videobeschreibung zu finden. Hallöchen, könntest du eventuell. Ja, da hat er wieder mein anderer an dem Visier. Heidewitzka. Widerwort Lanzenträger. Der widerspricht einem die ganze Zeit. Der gute Gorilla von der Botschaft. Der Kardinal nochmal, also der Kardinal, der will es echt wissen, so wie es ausschaut. Der Tigerkönig. Und wir haben dahinter. Schrei des Erzunterwäldlers. Also beim Erzunterwäldler lassen sie es echt krachen. Das sieht doch richtig geil aus. Total im Hintergrund. Und ich glaube, es gibt. Also ich schätze mal, es wird auch noch mindestens einen Zauber und eine Feinkarte geben. Würde ich jetzt mal annehmen, so quasi. So, wir haben gelernt. Alles weg vom Fenster. Wunderbar. So, wir haben einmal den Bären. Okay, den Bären. Wir haben noch einmal den Elfhaser. Einen Gorilla. Den Goliath, Amorphogoliath. Und wir habe ich jetzt einen umgangen? 1, 2, 3, 4. Nein, alles richtig. Manifest des Erzunterwäldlers. Und wir kommen jetzt laut Unterwelt raus. Aber ich beschwere mich nicht. Herbeigerufener Totenkopf dafür. Ich glaube, ich weiß, dass ich ein Erzunterwelt-Deck zusammenstellen werde. Einfach nur, weil es awesome ist. Oder ich werde sie in meine Sammlung an sich aufnehmen. Mal gucken, mal gucken. Oder sie werden im Kartmarkt landen. Wer weiß es schon? An der Stelle noch niemand, wenn es noch nicht mal ich weiß. So, was haben wir hier? Feuerfahrer Son Yoko. Ein grüner Apparat. Signet Konflikt. Amorphe Faulheit. Also diese Amorphen sind irgendwie komisch. Was sind das Wort? Und wir haben. Ultimative Formation Sinto. Weiß nicht, was so ultimativ an der Formation ist, aber da steht es drauf. Also werde ich der Karte glauben, denn. Wer würde denn nicht eine Yu-Gi-Oh! Karte glauben? Hat es Engine jemals angelogen? Ich würde mal behaupten, nein. Entschuldigung. Muss mich ein kleines bisschen räuspern, also Hand weg. Ja, die Kamera ist sensibel bei dem. Majestät Mädchen, die wahre Draco-Wirkerin. Aufwendig. Sieht genial aus. Was kriegt das denn von denen hier drin ist? Der Chronograph-Zauberer. Der Kommandodynamo. Oh, ich mag sie. Ja, die Unzucht. Und wir haben Anlaufbefehl, Ausrüstungskraft für unsere guten Apparate. Oh, da kommt der Kleine raus, da auch. Oh, wie genial. Oh, herrlich. Das ist doch schön. Bisher keine Secrets doppelt gehabt, oder? Nein, bisher noch nicht. Finde ich gut, finde ich sogar sehr gut. Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht 1:1 genau die gleichen auf der linken Seite noch haben. Das wäre nämlich etwas unschön, sagen wir es mal so. So, der Widerwort Lanzenträger, den kennen wir bereits. Der Rasterliga, wahrscheinlich fast schon Tiger, oder wie es ausschaut. Powerhold, die mobile Batterie. Wunderbar, der Gorilla. Und wir haben Feuerformation Ingen. Oh, die nächste Feuerformation. Glitzer. Wie gesagt, da kann ich nicht so viel sagen. So quasi fast gar nichts. So, auf mit dir. Rum mit dir. Und wir sehen, die Feuerformation Tensu macht den Anfang. Du bist auch zweimal. Elfas, ja, den haben wir jetzt auf jeden Fall mindestens dreimal. Die Unterterror-Unterwäldlerin. Immer süß. Zusammen mit dem, mit unserem Meisterbrötchen. Und aufsteigende Erzunterwäldler. Ich glaube, jetzt haben wir jede Form durch, oder? Fusion, XYZ, Synchro. Es fehlt eigentlich nur noch. Moment, ich muss kurz selber gucken. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Link-Variante von ihm. Ich meine, in Zeiten des Links müsste es doch einen geben. Ich hätte nichts dagegen, doch einen Link zu haben. Also, ja. Das wäre schon mal Schönes. Herz der Karten, bist du da auch mit mir einverstanden oder etwa nicht? Jetzt hat es.
Botschaftsfeuerst der Geist. Es geht nicht zu meinem Geist. Empfängermonster. Die letzte Schlacht des Unterterrors. Wir haben den Bären. Ziemlich oft sogar. Joko und wir haben darunter Zündehitze, wahre Draco-Bezwinger. Ein Draco-Bezwinger ist auch mit dabei. Schönes Schwertchen. Schönes Schwertchen. So. Damit sind wir mit der ersten Hälfte durch. So, einmal hier rüber. Einmal dort rüber. Und die zweite Hälfte folgt sogleich. Sogar ohne Werbeunterbrechung. Ha, bin ich nicht gut oder bin ich gut? Was haben wir denn hier? Na komm, bitte einmal fokussieren. Dankeschön. Der silberne Apparat. Der Bär. Der goldene Apparat. Warte. Der Schusskodierer-Sprecher und wir haben dahinter den Elefanten. Wo schafft das Feuer? Elefanten. Ah. So was in der Richtung mit dem ähnlichen Artwork gibt es ja auch mit den Ninjas. Die fand ich auch geil. Mit den Drachen. Wo schafft das Feuer? Der Feuerfaust. So rumgesagt, Entschuldigung. Auch genial Hintergrund. Also gerade so, wenn man so sieht, dass die Aura um einen herum ist, das hat was. Und das ist auch noch schön Bildchen, richtig schön zusammengefasst, entlang des Körpers. Geil. Geil, geil, geil. No. Jetzt hat er es, Dankeschön. Dann haben wir den Hahn. Okay, ich weiß nicht unbedingt der Hahn, da gibt es besser, aber okay. Ein Aufbefehl Ausrüstungswechsel. Wunderbar, für die Gadgets was. Die versteckte Stadt für die Unterterrormonster, die muss ich mir noch genauer anschauen. Nicht schlechter Specht. Tausch Clerico. Der tauscht das aus. Und jetzt haben wir nochmal ein Synchro. Schrei des Erzunterweltlers. Die erste, die wir doppelt haben. Soll das jetzt ein Trend werden? Ich hoffe mal inständig nicht. Ich hoffe wirklich nicht. So, rüber. Einmal so hin. Und wir haben einmal den grünen Apparat. Die Verbotsschlange, die hatten wir jetzt auch noch nicht. Die ist mir jetzt auch neu. Ausrüstungswechsel. Finde ich gut. Den Fusionsdach noch einmal. Heftig, dass das aufkommt. Und Sinto. Ultimative Feuerformation. Okay, jetzt wiederholen sie sich. Das ist nicht so gut. Ich weiß, es gibt eine Handvoll. Aber wir haben noch nicht alles sequiert, glaube ich, oder? Bin ich blöd. Da muss ich ja nochmal nachgucken, dann, ob ich wirklich jetzt schon alles sequiert habe. Aber ich könnte schwören, wir haben noch nicht alle 20. So, letzter Schrei des Unterterrors. Weil wir bekommen auch gelegentlich mal normal. Wie zum Beispiel ihn hier. Dynamite-Kämpfer, der wahre Draco-Krieger. Wir haben irgendwie alle Rüstungen an. So richtig auffällig. Dann Unterterror-Unterwäldlerin. Gefolgt vom Powerhold. So hat ihn zu Cosplay auch genial. Und wir haben Manifest des Erzunterwäldlers. Nummer 2 in Sachen Fusion. Wie gesagt, ich habe nächste Gegner noch ein paar mehr davon haben. Ist nicht schlecht. Ist überhaupt gar nicht schlecht. So, aber ich hätte am liebsten noch mal gern meinen Mega-Dynamo. Das wäre schon recht cool. Den wir mal als erstes gezogen haben. So, wunderbar. Gelber Apparat. Der Hahn. Der Defcon-Vogel. Tauschbürger. Und wir haben dahinter den Schwan. Den haben wir noch nicht, oder? Den Schwan haben wir noch nicht. Botschaft des Feuers. Einen Schwan. Edel. Mit seinem Speerchen, wenn man es hoffentlich auf der Kamera erkennen kann. Ich hoffe mal inständig, ja. So, zack. Na komm, hier auseinander. Lass die Karten raus, dankeschön. Kann hier nicht angehen. Verpackung gegen mich und ich verliere gegen die Verpackung. Kann nicht sein. So, Feuerformation Tensu. Den Geist. Yuko. Latenz und wir haben dahinter die V! Bruschafsäuers, die V! Yippie! Jetzt haben wir alle drei! Linkmonster sogar! Wir haben jetzt alle drei vom Cover. Moment, ja, zack. Das ist schön, dass wir jeden zumindest einmal drin haben. Wie gesagt, aber in hinten im Hintergrund hätte ich gerne nochmal. Der darf jetzt ruhig zweimal noch kommen. Weil das wäre mal ein richtig geiles Gadget-Deck, wenn man das zusammenstellen könnte. An sich wollte ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen, um meine Decks all zu überarbeiten und nochmal ein paar Videos, glaube ich, zu machen, wie meine Auffassung der Decks ist und inwiefern ich sie noch ein bisschen verbessern kann. So, Chronograph Zauberer, Kodiersprecher, den haben wir schon, den Dynamite,
Dann seinet Konflikt und wir haben dahinter einen weiteren Schwan. Die Zückelzer, ein weiterer Schwan ist hier hinten. Wir haben noch übrig. Wir haben noch fünf. Fünf Stück haben wir noch übrig. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich hoffe mindestens, zumindest noch einmal, möchte ich bitte meinen Großgeneral haben. So, seine Optimierung. Goldener Apparat, Apparat haben wir mehr als genug. Apparat haben wir sowas von genug. Geist. Tauschkrieger. Und Feuerformation Sinto. Die haben jetzt auch schon zwei, wenn nicht sogar dreimal. Also fünf. Jetzt sind wir nur fünf. Das ist immer so ein bisschen ungewohnt, wenn bloß 5 Stück drin sind, anstatt 6, 7 oder 8, je nachdem natürlich, welche Erweiterung man nimmt, welchen Boost etc. Und gerade wenn man nebenbei am Reden ist, da denkt man manchmal, oh, hat mir jetzt eine ausgelassen oder war da ein zu wenig drin? Da habe ich auch schon ein paar Videos angeschaut, wo in der Verpackung wirklich eine weniger drin war. Oder eine zu viel, gab es auch schon mal. Ich meine, es wird ja alles auf dem Fließband gemacht, so quasi, also kann es schon mal sein, dass da eine Maschine etwas falsch läuft. So, der Artischer-König hat mal hier. Den Kodiersprecher, die Optimierung noch einmal, man kann nie optimiert genug sein. Das majestätische Mädchen und wir haben dahinter Wolfmonsohn Tenki. Tenki. Nicht das, was ich wollte. Komm schon, Herz der Karten, lass mich nicht hängen. Lass mich noch einmal das Wunder sehen. Das Wunder, mit dem alles angefangen hat, damit soll es auch enden. Amor for Goliath. Ein Schwert in seiner Brust. Weiß nicht, ob das so gesund ist. Letzte Schlacht des Unterterrors. Der Dynamo, der ist schon mal gut. Roder Parat und wir haben Aufsteigung des Erzunterwelkers XYZ. Ist gekauft. Ist gekauft. Ich sag, Erzunterwelker gut auch. Voll die Kanne in Ordnung. Voll die Kanne in Ordnung. An sich alle drei Themen wunderbar. Auch wenn ich mit Bruderschaft der Feuerfaust nicht so viel anfangen kann, aber mit den anderen beiden auf jeden Fall. Plus die kleinen Nebenkärtchen, die noch mit dabei sind im Set, nicht zu verachten. So, wir haben den Hahn. Nochmal Ausrüstungswechsel, okay. Rasterliga. Dann den Tigerkönig noch einmal. Und da hinten haben wir den Widder. Den guten Widder. Ja, haben wir es einmal, jetzt haben wir es zweimal. So, jetzt haben wir es. Das glorreiche letzte Päckchen. Ich hätte lieben gerne nochmal den Destroyer Dynamo. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Jetzt lief da vorne schon. Einmal Destroyer Dynamo, komm. Bitte, lass es sein, lass mich hoffen, lass es funktionieren. Dynamo. Okay, es fängt schon mal an. Na, haben wir es. Mit dem Hungergift Fusionsdrache. Der gelbe Apparat. Der Widerwortlenzenträger. Der Schlusskodierer und jetzt kommt's. Wir haben Feuerformation Ingen. Mist. Schade. Das war schade. Gerade den guten Dynamo zum Schluss nicht mehr bekommen. Also, wo gesehen hat, Dankeschön. Und mit unseren Secret-Karten, die ihr sieht, hoffe ich an der Stelle, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Also, mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei sein könntet. Und wie gesagt, Karten findet ihr auch in Card Market von mir. Die Beschreibung, in der Beschreibung ist der Link. Heidewitzka. Ich komme nicht mehr gut dabei weg gerade. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüssi.